Hallo, hallo meine Lieben, hier ist wieder euer Einheil-Hadi. Servus, grüßt euch. Und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wenn es heißt Akku rein. Glücklich sein, dass der Harry. Ja, und heute ist der Harry wieder ein bisschen glücklicher im Außenbereich, weil er muss noch mal Rasen mähen, damit jemand anders mähen. Und er hat heute schon gemäht für ihn. Und zwar der neue Frilexo Cam 500, wo ich euch ja schon das Unboxing-Video gemacht habe. Das Unboxing-Video verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, könnt ihr euch das anschauen. Und da seht ihr mal genau, was alles dabei war. Ich habe jetzt tatsächlich eine Sache im Keller vergessen, aber das kann ich euch ja so erzählen. Ich sage euch jetzt erstmal, was habe ich alles gemacht, dass es funktioniert. Das zeige ich euch jetzt einmal schnell. Also das ist jetzt einmal unser Garten von der Weite. Ein riesen Garten natürlich. Und du musst das Ganze natürlich auch jetzt auch so sicher machen, dass die gescheit fahren kann, weil der geht ja mit Kamera und mit physisch, ihr wisst schon, was ich meine. Und da müsst ihr die Rasengrenzen richtig definieren. Wir haben jetzt das Glück, dass wir das eigentlich schon relativ gut gemacht haben, außer hier. Da ist immer in die Kuhle reingefahren und diese Ecke hat ihm besonders gut gefallen, da habe ich jetzt das einfach hin. Und das erkennt er auch als physische Grenze. Und da haben wir hier, habe ich das alles sauber. Also als erstes müsst ihr mal den Rasen runtermähen auf 6 cm, falls er zu hoch ist. Meiner war zu hoch, habe den runtergemäht. Habe hier wieder die Rasenkanten sauber gemacht, dass das alles sauber beieinander ist. Wie das Ganze jetzt vonstatten geht, wie er die ganzen Ecken, Kanten mäht, hier geht es jetzt ein bisschen runter. Das muss man schauen, ob das funktioniert, denn dann müssen wir es ändern. Hier geht es bei uns eben drüber und hier steht das gute Stück. Mit der Garage natürlich, gell? Der hat halt schon gemäht, deswegen ist der Akku auch gerade am Laden. Und so sieht das Ganze aus. Als allererstes musst du definieren, wo stellst du eigentlich deine Ladestation hin. Die steht bei mir jetzt ja hier. Ihr habt das in den Keller gelegt, das Kabel, dass es dann angesteckt ist die ganze Zeit. Und wenn das Kabel angesteckt ist, dann ladet der immer von selber auf. Als nächstes, wenn du die Station definiert hast, wo die Station hinkommt, dann musst du dieses Leitkabel, es ist ja praktisch kabellose Freiheit, du brauchst kein Kabel außenrum legen, aber es hat ein Leitkabel. Man sieht das hier. Das ist einmal schon an der Station festgemacht. Und dann nimmst du das Leitkabel und musst mindestens hier 50 cm gehen. 50, ich bin jetzt bis hierher gegangen. Dann hier zwischendrin mindestens 80 cm. So rüber. So. Und hier mindestens einen Meter, dass der sauber gerade reinfährt. Und wenn man mal schaut, jetzt ist er hier reingefahren und der steht schief auf der Ladestation. Und warum? Weil ich hier einen ganzen kleinen Bogen reingemacht habe. Deswegen steht der schief auf der Ladestation. Ja, muss ich noch ändern. Ist noch verbesserungsfähig, aber es funktioniert soweit. Wenn Sie das Ganze praktisch das Ganze hier gemacht habt, dass die Station angedockt ist, dann müsst ihr dann das Kabel da unten durchziehen, das unten durchzogen, dann kommt es hier an. Und eigentlich steht dran, dass diese Ladestation mindestens 2 Meter von hohen Gebäuden weg sein muss. Ansonsten kann es sein, dass er das nicht erkennt mit seinem GPS, wo das Ding steht. Bei mir ist es jetzt direkt hier praktisch da dran. Und ich habe mir gedacht, ich probiere das aus und es funktioniert einwandfrei. Ihr müsst dann hergehen. Ich habe jetzt das Kabel hier nicht abgeschnitten, weil ich nicht weiß, ob ich das noch einfach ändere. Und müsst das Kabel dann hier anstecken. Dann ist diese Schleife fertig. Ich habe es jetzt nur aufgerollt, habe nicht gewusst, ob es funktioniert, aber es funktioniert. Diese Kabel dürfen sich nur nicht überkreuzen, heißt es. Die dürfen sich nicht überkreuzen. Und das tut es bei mir auch nicht, aber so funktioniert es einwandfrei. Wenn ihr das Ganze dann gemacht habt, dann könnt ihr die Station im Keller einstecken. Dann könnt ihr die Station im Keller einstecken und dann musst du als erstes hergehen, musst den Frilexo unten einschalten. Der hat unten einen Einschaltknopf, jetzt Moment einmal. Raus. Jetzt sehen wir da, der hat hier unten einen Einschaltknopf, da musst du ihn einschalten und dann musst du den Frilexo nehmen und musst ihn eindocken hier, dann geht der her und dann leuchtet hier, das Grüne blinkt und dann sucht er sie praktisch, dann merkt er sie den Platz per GPS, wie der, wo der steht, wo die Ladestation steht, dass er wieder zurückfindet. Das muss jetzt dann Tuschu durchblinken, leuchten, dann ist es angedockt, dann ist es okay. Das kann ein paar Minuten dauern, hat bei mir so 2-3 Minuten gedauert.
dann war der fertig praktisch initialisiert, dass der weiß, wo die Station steht. Wenn du das Ganze fertig hast, dass der initialisiert ist, dann musst du den Frilexo hier irgendwo hinstellen, so dass er praktisch so zum Draht steht, so, und dann drückst du auf Home, dann fährt er den Draht entlang ab, hier, der fährt den Draht entlang ab, so dass er in seine Station zurückfindet und er dann so drin steht, wie er jetzt steht. Das ist ganz wichtig, dass man das macht, weil sonst findet er nachher nämlich nicht zurück. Wenn das dann gemacht worden ist, dass das alles soweit fertig ist, dann kommt die erste Initialisierungsfahrt. Das heißt dann, du musst den Frilexo fertig machen, lass den laufen, dass er fährt, dann fährt der den Rasen ab und merkt sich die ganzen Grenzen. Er sagt dir, ob die Grenzen okay sind. Da hast du nämlich hier auch nochmal Licht. Das da. Wenn das okay ist, wenn das grün leuchtet, dann sind die Grenzen okay. Wenn das gelb leuchtet, dann sind sie nicht okay. Dann muss man nachbessern. Und hier hast du praktisch die Zeit, wie er mäht. 4, 6, 8, 10 Stunden, wo er mäht. Dann hast du einmal die Home-Funktion. Wenn du da drauf drückst, fahrt er wieder zurück. Also du kannst jederzeit den stoppen, wenn er arbeitet. Wenn hier aufmachst, ist Stopp. Darum steht der Stopp. Das ist der Regensensor. Und du kannst ihn jederzeit heimschicken. Das heißt, du musst den dann hier entsperren. Du drückst hier drauf, dann drückst du da drauf, langsam, dann auf OK, jetzt ist er entsperrt. Jetzt könntest du, wenn du draufstehst, wieder heimschicken und drückst auf Home, dann schickst du ihn heim. Du kannst es natürlich auch eins machen, du schickst ihn jetzt zum Mähen, das heißt, wir drücken hier auf 4, dann drücken wir nochmal auf 4, drücken auf OK und dann machen wir hier Start. Hier kannst du die Schnitthöhe einstellen. Dann machst du hier zu und dann fahrt ihr schon los. Siehst du, wie ihr das merkt? Und der Frilexo? Du hast ja dieses Magnetband dabei, das Magnetband könntest du jetzt praktisch so rüber machen, so. Dann ist dieser Bereich ausgeschlossen, der Vater hat einen Magnetsensor drin und fährt dann nur bis zu dem Magnetband und mäht es nicht. Wenn du jetzt hier eine Blumenwiese hast oder irgendwas zum Beispiel, dann kannst du über das Magnetband abgrenzen, wo dabei ist, das hat 5 Meter, dann fährt er die Blumenwiese nicht zusammen. Das sind so Sachen, wo ich echt genial finde. Er funktioniert. Der mäht jetzt natürlich, gell? Er hat zwar heute schon gemäht, aber nur, dass ihr das seht. Er mäht jetzt natürlich, er fährt wahllos umher, mäht aber doch das Ganze, den ganzen Rasen. Und sobald der Akku 30% erreicht hat, nur noch 30% geladen ist, siehst du, er kennt das, fährt er wieder zurück in Homebase. Und ihr müsst auch schauen, wenn sie die das Leitkabel verlegst, das könntest du im Boden verlegen. Ich habe es jetzt nur auf und drauf verlegt. Das muss mit so Haken eingeschlagen werden. Die müssen wirklich ganz unten sein, sodass er dann nicht das beschädigen kann. Das ist auch ganz wichtig. Da sieht man das auch oben, die Lichter brennen. Jetzt kommt wieder eine Grenze. Jetzt war ich im Weg, jetzt bin ich im Weg, schau. Solange alles grün leuchtet, ist super. Das rote Licht heißt, dass er gesperrt ist. Dann kann er auch keiner mitnehmen. Also er kann schon einen mitnehmen, aber kann damit nichts anfangen. Der Grund, der PIN ist 1, 2, 3, 4. Du musst natürlich den PIN nur ändern für dich, wie du ihn brauchst. Das steht aber alles in der Bedienungsanleitung drin. Da ist ja super Bedienungsanleitung dabei. Da ist ein super ein Plakat dabei, was man alles machen muss, wie es alles sein soll, dass man das alles kann. Die Bedienungsanleitung musst du öfter durchlesen. Also ich habe sie bestimmt 10-mal gelesen, dass du alles merken kannst. Und dann war ich immer noch da. Der Frilexo darf maximal nur 1000 Meter
von seiner Homebase entfernt sein, hier, weil sonst wäre es zu weit, sonst findet das nicht mehr. Wenn du jetzt eine Rasennebenfläche hast, das ist jetzt so, wenn der, er fährt ja jetzt, sagen wir so, wenn jetzt das da drüben, wenn da drüben oben ja Gras wäre, dann würde er da ja nicht hinfahren, weil das erkennt er praktisch als Nicht-Gras, dann fährt er nicht drauf. Und wenn du das, die Nebenfläche drüben mähen willst, das kann man auch machen, da musst du dann auf dem Startknopf einfach nur länger droben bleiben, mindestens 5 Sekunden, wo ich vorhin gedrückt habe, dann ist es die Nebenrasenfunktion. Dann mäht der so lange, bis der Akku leer ist, fährt nicht auch in die Homebase zurück. Der fährt dann so lange um und an, bis der Akku leer ist und dann muss ihn wieder heimtragen oder extra laden. Was ich euch noch vorschlage oder was ich euch noch raten kann, den Akku erstmal einfach händisch vollladen, sodass der ganz voll ist. Also ich habe ihn gleich mal bei mir in der Werkstatt vollgeladen. Da ist ein 3 Ampere Akku dabei. Ich denke mal, also er ist völlig ausreichend für meine Rasenfläche. Ich habe auch 4 Stunden gestellt gehabt. Wenn du auf 10 Stunden steigst, dann ladet er und fahrt zur Ladestation, fahrt wieder raus. Ich denke aber, dass dann dieser Akku zu klein sein wird, der wo da dabei ist. Dann würde ich echt empfehlen, dass man entweder einen 5,2 oder einen 6 Ampere Akku, den 4 bis 6 Ampere Akku dann auf 6 Ampere stellen, weil der immer laufend nachgeladen wird. Und was wollte ich euch nur sagen? Irgendwas wollte ich schon noch sagen. Was auch wichtig gewesen ist, also gerade habe ich es noch gewusst, jetzt weiß ich es nicht mehr. Und wie gesagt, den Akku als erstes vollladen, dann kannst du nämlich gleich mit der Initialisierung beginnen. Die Initialisierungsfahrt dauert ja auch eine Zeit lang. Und dann kannst du alles gleich richtig anfangen, musst nicht warten, bis sich der Akku wieder geladen hat. Weil bei mir war der heute schon leer. Jetzt probieren wir das mal aus. Mit dieser Home-Funktion. Jetzt lassen wir noch ein bisschen wegfahren. Stellen wir uns mal dahin. Wenn du den jetzt aufmachst, bleibt er sofort stehen. Schau, jetzt bleibt er stehen und wartet auf neue Anweisung. Jetzt müssen wir wieder freischalten. Bei mir ist es nur der ganz normale Pin. Einmal da drauf drücken. 1, 2, 3, 4. Okay. Dann drücken wir auf Homebase. Machen zu. Jetzt mäht er nicht. Jetzt fahrt er heim. Jetzt schalte kurz das Mähwerk noch mal ein, dass wahrscheinlich irgendwie der Dreck oder so weggeht. Aber er fährt ein bisschen schief nach bei mir, seht ihr das? Ich muss den Draht ein bisschen rübersetzen. Seht ihr, er steht ein bisschen schief droben. So, er ist jetzt wieder drin. Hat eingecheckt. Das musst du praktisch einmal machen. Solltest du jetzt deinen Garten verändern, solltest du die Ladestation verändern, dann musst du natürlich das wieder eingeben. Du musst den alten Wert löschen. Das steht aber alles in der Bedienungsanleitung drin. Da ist eine riesige Bedienungsanleitung dabei. Hier. Und das war das eine Teil, wo ich noch so zeigen wollte. Wo droben steht, was man alles machen muss. Da ist so ein Plakat dabei. Okay, halt. Da ist so ein Plakat dabei, was man alles machen muss, dass alles passt. Das schaut es euch auf jeden Fall auch an. Ich werde euch auf jeden Fall Auskunft geben, wie es funktioniert, was alles macht, weil es ist ja so, schon alleine jetzt hier zum Beispiel, da mäht er jetzt nicht. Da musst du jetzt händisch nachmähen. Da wäre es jetzt cool gewesen, wenn du die Ladestation an die Wand zu stellen hättest können, so, dass er so rausfährt und reinfährt. Funktioniert aber nicht, weil wegen der Schleife. Aber da steht extrem viel, in dieser Bedienungsanleitung drin, auf was man aufpassen muss. Du kannst dir das aufs erste Mal gar nicht merken, die muss man sich echt öfter lesen. Aber ich finde das Gerät echt cool, er mäht sauber, muss ich sagen. Okay, ich habe ja vorgemäht gehabt, ich habe jetzt auf 50 mm eingestellt, 60 habe ich vorher gemäht. Habe mal auf 50 mm eingestellt. Schauen wir mal, was passiert, was mit den Ecken passiert hinten. Da bin ich auch gespannt, ob ich da noch nachbessern muss da hinten. Da bin ich gespannt. Und dann werde ich auf jeden Fall noch berichten, werde noch mal ein Video dazu machen und werde meine Erfahrungen schildern.
wie gut das funktioniert, weil hier zum Beispiel habe ich auch das eine hingemacht, hier habe ich euch ja schon gesagt, weil ja immer da reingefahren ist und da ist leider blödsinnigerweise Gulli drin und das muss ich nur ändern, da werde ich auf jeden Fall Pflastersteine reinlegen, aber er erkennt es auf jeden Fall sofort als Hindernis und fahrt auch gar nicht hin, ist ja eh klar. Und auch hier, das funktioniert so perfekt, also muss ich wirklich sagen, ihr mäht das sauber ab, man muss vielleicht das ein bisschen noch nachbessern hier, aber er mäht das soweit sauber ab. Hier hat er einen natürlichen Widerstand, weil das ein bisschen tiefer ist. Aber ansonsten funktioniert das sau gut. Das Gerät ist sau cool. Ich finde es cool, es ist sauber verarbeitet. Du musst ab und zu musst natürlich das Ding reinigen. Du musst die Sensoren sauber machen, die Kameralinse sauber machen, dass es alles sauber funktioniert. Und jetzt bin ich gespannt. Du tust den einmal initialisieren. Dann schickst du ihn zum Mähen und dann mäht er morgen um die gleiche Zeit wieder. Wenn du jetzt praktisch auf dieses Mähsymbol, also auf die Stundensymbol, 4 Stunden, zweimal drauf klickst, kurz hintereinander, dann mäht er nur alle 2 Tage, klickst du einmal drauf, mäht er jeden Tag. Also bei mir müsste er jetzt eigentlich alle 2 Tage mähen. Schauen wir mal. Gell? Also, ich hoffe, es war soweit für euch hilfreich, erfolgreich und lehrreich und ihr könnt es euch entscheiden, jetzt will ich das Teil haben. Ich finde es halt echt genial, ohne Begrenzungsdraht, weil diesen Begrenzungsdraht eingraben hätte ich voll überhaupt gar keinen Bock mehr gehabt, ganz ehrlich gesagt. Und ich finde es ohne den einfach mehr kabellose Freiheit, ganz ehrlich gesagt. Und er geht ja bis 500 Quadratmeter, er schafft bestimmt auch mehr, er muss halt öfter zur Ladestation. Genau, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Er funktioniert nur am Tag, wenn es trüb düster wird. Dann hat es keinen Wert, weil der Tageslicht braucht. Und deswegen ist es schon, weil ein paar schon geschrieben haben wegen die Igel. Der fährt keine Igel zusammen, weil der nicht in der Nacht fährt. Der kann gar nicht in der Nacht fahren. Und deswegen finde ich es gut, deswegen finde ich es cool. Ich hätte es auch nicht in der Nacht fahren lassen, ganz ehrlich gesagt, wegen die Tiere. Aber kann nichts passieren, weil der fährt nur am Tag. Das ist auch ganz ein wichtiger Aspekt für das Gerät. Und ich denke mal, wie gesagt, wenn du einen größeren Garten hast, 500-600 Quadratmeter, brauchst du einen größeren Akku. Weil sonst muss er so oft in die Ladestation, denke ich mal, dass er die Zeit geil braucht. Er ist jetzt vorhin hier gute 3 Stunden gefahren und war dann leer und ist zum Laden gefahren. 4 Stunden hätte er mähen können, aber nach 3 Stunden ist er zum Laden gefahren. So ungefähr, wie ich es gesehen habe. Also, ich hoffe, es war für euch, wie gesagt, lehrreich, erfolgreich. Für mich war es erfolgreich, lehrreich. Und ihr schaltet wieder ein, wenn ich wieder da bin. Wie gesagt, es kommt nochmal ein Video von dem Ganzen. Von den Ecken, wenn wir mal ein bisschen wissen, was, wie es mäht oder wo ich nachmähen muss und so weiter. Und dann machen wir nochmal ein Video, schauen wir mal. Also, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Bleibt so gesund, bleibt so wie ihr seid und schaltet wieder ein, wenn es heißt Akku rein. Glücklich sein, das ist der Harry. Ciao, servus.